Oi, was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Heute mit einem Review zu den Psyframes, die jetzt dann in dem neuen Set High Speed Riders rauskommen, beziehungsweise rausgekommen sind. Kommt drauf an, wann das Video hier hochgeladen wird. Ich habe ein Review zu dem Set gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr noch Bock habt. Und zu den Speed Rides auch. Wird wahrscheinlich davor hochgeladen. Die Speed Rides und Psyframes sind halt die zwei großen Themendecks aus High Speed Riders. Und die schauen wir uns halt genauer an. Und werden beide auch noch gegeneinander antreten lassen, um die mal in Aktion zu sehen. Heute halt die Psyframes sind Psy-Monster, Licht und alle Tuner. Und wahrscheinlich auch der Grund, wieso Teleporter gereprintet wurde. Und die können alle nicht genormelt oder gesettet werden und müssen durch einen Karteneffekt gespecialt werden. Dann haben wir als erstes Psyframe Driver. Level 6, normales Psychic Monster, kein Effekt. 2,5 ATK und so wie es aussieht, ist er halt der Schlüssel für die ganzen Effekte von denen. Was schon mal ein Minuspunkt ist, erinnert mich an Mermel und Genix Undyne und den Controller. Mal schauen. Dann haben wir als erstes Psyframe Gear Alpha. Wie gesagt, er kann nicht gespecialt werden, nicht genommelt werden, außer Special durch einen Karteneffekt. Level 1 Psychic Tuner und 500 ATK. Und sein Effekt ist, wenn der Gegner ein Monster normalt oder specialt, außer während des Damage Steps, kannst du den specialen und ein Psyframe Driver, also das Vanilla Normal Monster, kannst du auch specialen, entweder von deiner Hand, von deinem Deck oder von deinem Friedhof. Was ich nicht wusste, also ziemlich gut. Ich dachte nur aus dem Deck oder der Hand. Also das mit dem Friedhof schon mal ein Plus, was es dann nicht ganz so schlimm macht, dass man das normale Monster spielen muss, wie bei den Mermaids halt. Und falls du das halt tust und Alpha beschwörst und den Driver, kannst du ein Psyframe-Monster von deinem Deck auf die Hand holen. Außer ihn selber halt. Was auch ganz cool ist. Aber dann, während der Endphase, werden die beiden Monster, die so durch diesen Effekt beschworen wurden, gebanished. Und da der Gegner in seiner Runde eigentlich nur normalt und specialt, heißt es, dass du mit den Monstern bis zur Endphase nichts machen kannst, weil der Gegner dran ist und dann werden die gebanished. Also mal schauen, ob die was dafür haben. Ob die vielleicht in der gegnerischen Runde dann synchronisieren können. Oder ob du die gebanischten dann irgendwie wieder verwerten kannst. Dann haben wir als nächstes Psyframe Gear Beta. Auch ein Stern, Psychic Tuner Effekt. 700 ATK. Und den kannst du jetzt speziell beschwören, wenn dein Gegner einen Angriff deklariert und du keinen Monster kontrollierst. Dann kannst du den wieder aus deiner Hand specialen und einen Driver von deinem Deck, deine Hand oder deinem Friedhof. Und falls du dies tust, kannst du das angreifende Monster zerstören und die Battle Phase beenden. Ziemlich guter Effekt, finde ich. Gefällt mir ziemlich gut eigentlich das bisher, die Psyframes. Und die Monster werden halt dann wieder in der Endphase gebanished. Dann haben wir als nächstes Psyframe Gear Gamma. Der hat jetzt 2 Sterne, 1000 ATK, 0 Def. Und seinen Effekt kannst du jetzt in deiner oder in der gegnerischen Runde aktivieren. Wenn sich ein gegnerischer Monster-Effekt aktiviert und du kein Monster kontrollierst, kannst du wieder den Special aus deiner Hand und einem Psyframe Driver von deinem Deck, deiner Hand oder deinem Friedhof. Und dann kannst du den gegnerischen Monster-Effekt, der aktiviert wurde, negieren. Was auch ziemlich interessant ist. Erinnert mich ein bisschen an die Hergalde, die Zauberfallen und Monster-Effekte negieren konnten. Die Psyframes natürlich 1000-mal besser. Und wieder gehen die zwei Monster in der Endphase in die Banished Zone. Dann haben wir als nächstes Psyframe Gear Delta. 2 Sterne, 1200 ATK, 0 Def. Und der kann halt eine gegnerische Zauberkarte negieren. Und dann wieder dasselbe. Den Special in einem Psyframe Driver. Und wieder in der Endphase werden beide gebanished. Dann haben wir als nächstes Psyframe Gear Epsilon. Der hat 1500 ATK und wieder dasselbe. Nur kann der Fallenkarten negieren. Natürlich keine Konterfallen, aber ansonsten jede Falle. Das war's auch an den Effektmonstern, Normalmonstern. Jetzt kommen wir zu den Synchros. Da haben wir zwei. So, als erstes Psyframe Lord Zeta. Auch Licht, auch Psychic, Level 7, 2,5 ATK, 1,8 Def. Und sein Effekt ist, einmal pro Runde kannst du ein gegnerisches, spezial beschworenes Monster in Angriffsposition wählen und ihn selber und beide banishen bis zur nächsten Standby Phase und damit verschiedene Effekte umspielen und sowas. Immer weglaufen, so wie Wind Up Rabbit und Strike Ninja, wer sich noch an die zwei Karten erinnert.
Sein anderer Effekt ist, wenn er in deinem Friedhof ist, kannst du eine andere Psyfram-Karte in deinem Friedhof wählen, den zurück ins Extra-Deck mischen und dann die Psyfram-Karte zurück auf deine Hand holen. Was immer gut ist, Karten aus dem Friedhof zu wiederverwerten. Also gefällt mir sehr sein Effekt. Problem ist, der ist Level 7 und der Vanilla-Typ war Level 6. Sprich, du kannst dich nur mit einem der 1er Psyframs beschweren und die hatten diese Bedingung, dass sie hauptsächlich nur in der gegnerischen Runde beschworen werden konnten. Was es halt schwer macht, den zu beschwören. Es sei denn, die haben eine Zauber oder Falle, die es zulässt, dass man in der gegnerischen Runde synchronisiert. Dann kommen wir zu dem nächsten, Psyfram Lord Omega. Der ist jetzt Level 8, kein Problem. Kann man mit den Level 2er Psyframs und dem Vanilla synchronisieren. Und der 2-8 ATK, 2-2 Dev. Effekt ist, einmal pro Runde in der Main Phase, entweder in deiner oder der gegnerischen Runde, kannst du ihn selber und eine gegnerische random Karte aus seiner Hand banishen bis zur nächsten Standby Phase. Und während der gegnerischen Standby Phase kannst du eine gebannischte Karte zurück auf den Friedhof legen. Vielleicht gibt es irgendwelche Kombos oder wenn man den zweimal auf dem Feld hat, dann kannst du die gegnerische Karte aus der Hand, die du gebannischt hast, auf den Friedhof legen und dann wird sie nicht mehr auf die Hand zurückkommen vom Gegner. Und dann hat er auch noch einen Friedhof-Effekt. Und zwar kannst du ihn und eine Karte in deinem Friedhof oder im gegnerischen Friedhof zurück ins Deck mischen. Auf jeden Fall eine interessante Karte mit vielen interessanten Effekten. Und ich bin mal gespannt, was der so in der Praxis alles drauf hat. Dann kommen wir zu den Zauberkarten, beziehungsweise Zauberkarte. Gibt es noch eine, Psyframe Circuit Spielfeldzauberkarte. Und die kann halt genau das, wonach ich gefragt habe. Und zwar sofort, nachdem ein Psyframe Monster spezial beschworen wurde auf deine Seite, außer während des Damage Steps, kannst du sofort, nachdem diese Karte resolved ist, ein Synchro-Monster beschwören. Also auf gut Deutsch gesagt, einfach in der gegnerischen Runde synchronisieren. Und der zweite Effekt von der Spielfeld-Zauberkarte ist, am Anfang des Damage Steps, wenn ein Psyframe-Monster von dir kämpft gegen ein gegnerisches Monster, kannst du ein Psyframe-Monster abschmeißen und das kämpfende Monster erhält dieselbe ATK dazu. Also so eine Art Kalut oder so. Problem ist, die Psyframe-Monster sind eigentlich alle ziemlich schwach. Am besten wirft man halt dann das Vanilla-Monster ab. Aber auf jeden Fall die Karte, die man gebraucht hat. Ansonsten hätte das Deck echt keinen Sinn gehabt. Und dann haben wir noch die Fallenkarte. Psyframe Overlord. Dauerhafte Falle. Du kannst einmal pro Runde ein Psyframe-Monster von dir entweder von deiner Hand oder von deinem Feld banishen. Oder eine Karte vom Gegner. Nee, du kannst sogar allgemein eine Karte auf dem Feld dann banishen. Face down. Sprich, wenn du eine gegnerische Karte banishst, bleibt die face down und er kann sie dann nicht wiederverwerten mit bestimmten Effekten wie, keine Ahnung, die Ritual Beasts zum Beispiel, die ihre Gebannischten benutzen oder sowas. Dann hat die Falle noch einen Friedhofseffekt, der halt wie immer nicht aktiviert werden kann in der Runde, in der die Karte auf den Friedhof geht. Da kannst du sie von deinem Friedhof banishen und dann eine Psyframe-Karte von deinem Deck auf die Hand holen, außer Psyframe Overload. Das waren alle Karten von den Psyframes. Ziemlich interessantes Themendeck, finde ich. Hat auf jeden Fall Potenzial. Also mir gefällt es bisher. Mal schauen, wie das Deck in der Praxis läuft. Wir werden Psyframes gegen Speed Raids antreten lassen und dann beide Decks in Aktion sehen. Aber von der Theorie her gefallen mir Psyframes auf jeden Fall besser. Beziehungsweise Speed Raids haben mir gar nicht gefallen und die gefallen mir sehr gut. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr von den Psyframes haltet. Beziehungsweise falls ihr eine gute Liste habt, können wir immer gebrauchen. Ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.